Ein Hack als solcher ist erstmal eine elegante Lösung eines kniffligen Problems. Hacking ist durch Kreativität, durch kleine Sachen große Macht durchbrechen. Denn das braucht nicht nur Sicherheitsmaßnahmen oder was zu sein. Einfach kreativ mit den Technik umgehen. We don't want to be limited by financial problems, by technical problems, by organizational problems. We just want to do things when we have the idea. Hacker sind ja nicht nur Kriminelle, die Computer aufknacken, sondern sind halt solche, die sagen irgendwie, wir benutzen die Technik so, wie wir das für richtig halten. What we actually like is technical people, so people who are in a system and use it to turn it around. Hacken tue ich nicht, um jetzt irgendwie meine Bank zu täuschen, ich hätte doch 2 Nullen mehr auf dem Konto, sondern vielleicht, weil mich interessiert, wie es in einem anderen System aussieht. Ganz profan, selbst wenn es ein Bankrechner ist, das macht es natürlich interessanter, aber not for the money. Für mich ist Hacken eine, also eher eine philosophische Frage. Hacken ist eine andere Form vom Umgang mit Computern oder mit Maschinen allgemein. Nicht strikt nach dem Handbuch, mehr erlebnisorientiert. Es gibt da so schöne Worte wie: ein Hacker macht einen Fehler nur einmal aus Versehen, fortan mit Absicht. Das heißt, dass man auch mit den Mängeln einer Technik gestalterisch umgehen kann. Mit Hektik haben wir demonstriert, dass es möglich ist, Telefone abzuhören, weil die Hörer auf dem Telefongerät ist. Und das hat die Post gesagt, nee, das gibt's nicht, das geht überhaupt nicht. Und dann über 2 Wochen so in die Medien sah man die Post von gibt's absolut nicht, gibt's fast sicher nicht, gibt's, naja, vielleicht. Wir haben etwas dagegen gefunden. Und dann die letzte Schritt war, ja, wir können Sie jetzt ein Gerät verkaufen, womit das nicht mehr geht. Dieses eine Nasenlänge voraus sein ist, denke ich mal, so einer der reizvollsten Aspekte beim Hacken. Hacking is not a technical thing. Hacking is a way of life. Es gibt eine ungeschriebene Hackerethik, die irgendwo letztendlich darauf beruht, dass man sich zwar umgucken und sozusagen an allen Blumen schnüffeln darf, aber sie nicht abbeißen. Und solange man nichts kaputt macht, denke ich mal, hat man sich als Hacker auch nichts vorzuwerfen. Ich glaube, dass die Form von Hacken, was dahinter steckt, also kreative Ideen zu haben und die auch umzusetzen und sie in der realen Welt einzusetzen, ganz, ganz wichtig ist. Hacken ist für mich eine kreative Art, mit Technologie umzugehen oder auch mit dem Leben allgemein, ohne Anleitung und unausgetretene Pfade mal ausprobieren und entdecken. Im Grunde ist allein, dass der Fürbot in dieser Art Größe hier auf dieser Messe ist, im Grunde schon ein Hack. In the middle of the night, wir hatten einfach Glück, weil Glück gehört mit zum Hack dazu. Wir haben auf der ersten Ausstellung natürlich auch die CeBIT erstmal kennenlernen müssen. Was ist das eigentlich? Ich habe eben festgestellt, es ist auch eine Mailbox, wo sich ganz viele Leute treffen, eine Art von olympischer Frieden herrscht. Also selbst Konkurrenzfirmen stehen manchmal auf Partys friedlich nebeneinander und machen sich nur, ohne dass es jemand sieht, die Schnürsenkel auf. Und das ist eigentlich sehr schön, eigentlich auch eine friedliche Erfahrung. Ich glaube, das Wort olympischer Friede ist eigentlich das, was mir hier am meisten Spaß macht. Es macht Riesenspaß, auf der Messe zu sein. Nach 2 Monaten mindestens Vorbereitungszeit, eigentlich länger, sind das dann 8 Tage, wo es richtig Spaß macht, wo Aufregung ist, wo viele Leute kommen und wo man dann das genießen kann, was man die ganze Zeit halt vorbereitet hat.
Wir haben uns hier sehr, sehr bekannt gemacht in sehr kurzer Zeit. Ich glaube, wir waren nie über die Grenzen rüber. Wir waren nie peinlich, aber mit unserer Party-Löwen-Manier uns also auch zu präsentieren, mit unseren Trauben von Luftballons, die wir mit uns rumschleppten, mit schon der Unverschämtheit, mit dem wir das NRW-Brötchen-Buffet abgeräumt haben, nach dem Motto, wenn ihr uns sonst nicht fördert, dann halt jetzt, aber das sollen wir auch ganz offen vertreten haben, dass das alles unter Social Engineering oder Real Hacking auch passt. Und gerade auf dieser Computermesse CeBIT ist es so, dadurch, dass die ganz viele Firmen auch Freaks sowieso beschäftigen müssen, weil wer würde sich sonst mit Computern so tief beschäftigen, ist hier für Witz, Geist, Intelligenz, Hacks und so ein ganz offenes Ohr, und zwar bis in die höchsten Etagen hinein. Interessant ist einfach auf der CeBIT zum Beispiel selber Aussteller zu sein, zu sagen, sie können mich an meinem Stand zurückrufen. Also auch zu zeigen, man ist hier, man geht auch in diesen Pool hinein, das funktioniert, man hat ein ganz anderes Interessenlevel, muss natürlich auch auf eine gewisse Art dafür auch rein investieren. Andere Sache ist, dass es wahrscheinlich keinen anderen Messestand gibt, wo die Leute so viel Spaß haben, so engagiert sind und bis zum letzten Tag mit so viel Elan dabei sind. Auch das verstehe ich unter Social Engineering, weil wir da einiges weitertragen und kleine Viren setzen, die sich dann so weiter verbreiten. Unsere Unterbringung während der Messe ist recht abenteuerlich. Wir haben eine Messewohnung, das sind zwei Zimmer und eine Küche, ein Flur und ein Badezimmer, das ist wichtig. Dort gibt es eine Dusche, damit man sich jeden Tag frisch machen kann für die Messe. Sagen wir mal, 12 Leute würden angenehmerweise reinpassen. Im Moment sind wir zu 17. Zwei davon schlafen inzwischen im Auto. Aber es macht viel Spaß. Nur die Schnarcher muss man manchmal nachts wecken. Wir haben uns ganz, ganz, ganz lange, das ist ein Zeitraum von fast 15 Jahren, Gedanken dazu gemacht, wie wir eine gleichberechtigte Kommunikation aller Menschen umsetzen können. Mein Bild, was ich dabei im Kopf habe, ist eine italienische Familie, Brüder, Schwestern, Schwager, die sich auch zum Teil spinnefeind sind, zusammen an einem Tisch sitzen und essen und das auch hinbekommen und auch es möglich ist, mit Leuten oder Menschen Freundschaften, Beziehungen, tiefe Beziehungen einzugehen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme. Und dass wir das auch wieder ganz, ganz intensiv lernen müssen, speziell auch in der Welt, die immer, und das wird sich nicht aufhalten lassen, doch konsumorientierter wird. Das Mediencafé, was wir vorhaben, ist so etwas, was wir globaler Dorfbrunnen nennen. Also Marshall McLuhan hat was über das globale Dorf erzählt, wo alle vernetzt sind, und wir möchten halt den Dorfbrunnen, dort, wo sich die Leute treffen und sich austauschen können, sehen, dass der andere vielleicht oder die andere keine Vision ist oder Cyberspace, sondern wirklich existiert. Die Regierung baut eine Datenautobahn und wir bauen die Bürgersteige und die Rastplätze dafür, für die Menschen. Uns hat sehr interessiert, wie muss ein Netzwerk aussehen, damit es von Menschen für eine Form der wertvollen Kultur verwendet werden kann. Netze bestehen, wenn sie nicht einfach nur als Waren- und Geldaustausch und Informationsmedium betrieben werden, bestehen aus reiner Kommunikation. Und was liegt näher, als diese Form der Kommunikation auch auf die Face-to-Face-Ebene umzuleiten? Zumal wir auch ganz klar kriegen müssen, dass nicht allen Menschen vergönnt ist, wirklich gut und polarisierend zu schreiben. Die können dann vielleicht besser reden oder besser wirken oder besser schweigen, dass das auch mit rein muss. Cafés, da gibt es nette, gute Speisen, also auch, dass es ja in Kulturwerte transportiert wird, ist für ein Treffen gedacht, ist auch, sagen wir mal, gehoben, gediegen ausgestattet. Genauso aber ist es so, dass dieses Café, zum Beispiel der Seminarbereich, da kann dann die Wand weggeklappt werden für größere Veranstaltungen, wo Leute eingeladen werden, die zu einem bestimmten Thema etwas darstellen können. Das heißt, dass wir also auch Kreise in Städten wieder hinbekommen, wo sich Leute über Partei- oder Interessengruppen hinweg auf einem neutralen Gebiet treffen können. Wir brauchen an diesen Orten Menschen, die Zurückhaltung üben können. Ich muss in der Lage sein, jeden Mensch völlig gleich zu behandeln. Das heißt also, ich muss sehr, sehr verantwortlich mit Menschen umgehen, weil Netzarbeit ist Menschenarbeit. Das, was wir hier tun, glaube ich, zieht riesige Kreise. Also wir setzen hier ein paar Gedanken in Umlauf und die verteilen sich.
Und hier wird wieder der Messeigel vom Fürgott, der Traditionsigel. Jawohl, reih dich ein. Wie sind wir? Spitze! Was wollen wir? Umsatz! Umsatz! Auf der letzten CeBIT war auch Minister Trittin dabei. Und der fragt hinterher, warum ruft ihr eigentlich Umsatz und nicht Gewinn? Gewinn bedeutet, ich arbeite für mich, für die Tasche. Gewinn, mehr machen. Es gibt so einen schönen Satz, wie viel Geld braucht ein Mensch? Wann hat er genug? Und die Formel ist ganz einfach. Na, noch ein bisschen mehr. Und das ist eben ziemlich falsch. Wir arbeiten nicht für Gewinn, nicht für das Uferlose, nicht für das Motorboot, sondern dafür, dass wir einfach leben können. Diese Schacher-Idee ist für Leute, die Geld nie verstanden haben. Die denken, Geld muss man machen und scheffeln und dann, ja, die anderen kommen ja sowieso und wollen alle was von mir. Und nein, sondern damit kann man umgehen wie mit Farbe, mit Pinsel, mit Luftballons, die man aufbläst, mit einer Blume, die man weiterschenkt. Das ist eigentlich was sehr Poetisches, was Schönes. Grundsätzlich ist es natürlich einfach so, dass ein Schiff vielleicht einfach mal ein Kindertraum ist. Wenn ich da zurückdenke, waren eigentlich im Kern 6 Leute, die das wirklich betrieben haben, das Ganze, die sich da voll eingebracht haben. Und die waren unheimlich verschieden und jeder hatte eine völlig andere Idee. Die Idee war sehr idealistisch, romantisch an sich, eine mobile Basis zu haben, einen Arbeitsraum, einen Lebensraum mit mehreren Leuten zu machen und aber in einem ständigen Austausch mit der Umwelt zu sein. Das Schiff wurde ja gekauft von den Künstlern mit dem Ziel, von Rostock aus Kultur und die Art übers Meer zu bringen. Große massive Vorwürfe, die zu uns herangetragen wurden. Natürlich ist diese Form des Reisens mit dem Schiff mit 11 Knoten ist irgendwie anachronistisch, aber das ist immer die eine Ebene. Das Schiff, das ist diese Hülle, das ist ein Relikt eigentlich der Industriezeit. Und innerhalb dieser Hülle bauen wir eine hochkomplexe Struktur wirklich des Kommunikationszeitalters auf. Gerade jetzt im Gegensatz zum Netz, als digitales Netz und wie wir das nannten, wir machten ein analoges Netz, dem wir wirklich die Leute besuchten und ein physisches Networking machten, hatte das eine ganz andere Wirkung und Kraft in sich liegen. Ich hatte das damals eine neo-dadaistische Piratenaktion genannt, denn wir haben uns immer bemüht, sehr viele gute und rationale Gründe zu finden, warum Kulturministerien, Städte das fördern sollen. Das Ganze hatte natürlich auch dieses Element von gewissen Übermut und etwas zu versuchen, was einfach wahnsinnig schwierig ist, was einfach nahezu ausgeschlossen scheint. Also man könnte das Ganze schon als so eine Art Culture-Hack bezeichnen. Wir haben uns da eigentlich in bestimmte Ebenen der Gesellschaft sozusagen reingehackt. Gezogen war 2 Jahre, eben den Schiffsumbau, die Schwierigkeiten damit. Und die Conny ist krank, du. Die Conny ist krank, da liegt ein Bettchen zu Hause. Ein
Also das Schlimmste, das war, glaube ich, immer so die Winterzeit. Das war dann wirklich, also das war eine ganz eine schlimme Zeit, als alles einfuhr, also, ja, über einen Monat. Als wirklich da die Wasserzufuhr und Heizung eingefroren und alles. Man hatte immer das Empfinden, es ist irre kalt. Aber man spürte das so richtig, dass dieses Metall und dieses Stahl, dieser Rumpf des Schiffs, dass das die ganze Wärme von dem Wasser irgendwie weggesogen wird und sofort verbraucht ist, alles, was da warm und was lebendig da drinnen oft ist. Also was die ganzen 2 Jahre eigentlich geblieben ist, dass man sehr fest schläft und tief schläft. Und dass man auch vielleicht ein bisschen mehr Hunger hat als normalerweise. Es hat auch nicht diese Achtung vor einer persönlichen Sphäre gegeben. Es hat einfach nur eine Tür gegeben, die durfte nicht verschlossen werden. Und durch diese Tür ist auch permanent irgendwie rein oder rausgegangen worden. Egal, ob es jetzt eine private Kammer war oder ein öffentlicher Raum. Wir hatten bessere Erholung einzurichten, einen Raum, der nur aus weichen Dingen und so weiter. Das hat einfach völlig gefehlt. Es war ein großes Abenteuer in jeder Hinsicht. Also das waren ja 2 getrennte Welten. Wie bei dem Projekt immer irgendwie ganz, ganz verschiedene Welten aufeinander geprallt sind. Einmal ist es Realität, zur See zu fahren, dann weiß man, was man genau machen muss. Und die Künstler, die nur hier bei uns an Bord sind, haben das Verständnis für das Schiff noch nicht. Hier ist das Büro, hier ist das Office, da ist die Werkstatt, da passiert jetzt das, dass das Videostudio auf allen Ebenen wird gearbeitet. Ja, man trifft sich dann, was weiß ich, irgendwie gelegentlich und es gibt noch eine gute Party oder so. Also diese ganzen verschiedenen Kunstsparten und Richtungen von Entertainment-Kultur oder Infotainment hin zu einer ernsthaften Research-Arbeit und hin wieder zu Office und Geschäft und Akquise, also diese ganze Vernetzung ist, glaube ich, das Interessante. Man kann auf dem Schiff nicht so wirtschaften, wie man jetzt an Land im Garten oder ein altes Haus baut. Hier muss alles seine Genehmigung und seine Bestimmung und Stempel haben. Einen süddeutschen Koch, so von einem alternativen Bauernhof, der große Schwierigkeiten hatte, überhaupt an Bord die Akzeptanz als Koch zu finden, weil diese Schiffsseemannschaft irgendwie die schwere Kost bevorzugte und unser Koch wollte eben wirklich gesundes Essen machen. Es war irgendwie überwältigend, also es hat sich so aufgebaut und rausgezögert, diese Spannung, dass wir jetzt auf See sind schon einmal. Endlich erfüllt das Schiff wirklich jetzt irgendwie den Sinn und Zweck, dass es mal fährt. Dann konnten wir in St. Petersburg einlaufen und das war natürlich eine irrsinnig lange Einfahrt, glaube ich, so 2 Stunden lang irgendwie an allen Kriegsschiffen vorbei. Und die ganze Mannschaft ist am Deck gestanden und es war wirklich jetzt zeigen wir es ihnen, jetzt sind wir unterwegs, wir sind in einer Stadt. Wir sind gelandet endlich. Und das war irgendwie ein bewegender Augenblick. It's a very important show for St. Petersburg and for artists with open mind. Wir wurden begrüßt von einer harten Fraktion und Gruppe von Leuten, die ausgeharrt haben. Dann war es aber ganz eigenartig, so am schnellsten waren dann nämlich doch die sogenannte Polizei vor Ort und riegelte alles sofort ab. Dieser große Überschwang von unserer Seite wurde gleich mal so abgefangen. Am nächsten Tag, nachdem unser Kapitän mit den Inspektoren und zuständigen Zollleuten
eine ganze Nacht durchgesoffen hat, ist es dann so weit gewesen, dass dann das so eine leichte Öffnung war, obwohl das noch immer recht kompliziert war. Die Beamten haben sich an Bord installiert gehabt und jeder, der an Bord kam, musste einen Ausweis hinterlegen. Bis dann klar wurde, das ist ein Schiff, das auf dieser Öffnung im Wert lag und dass wir eben unbedingt jetzt in Kontakt treten wollten mit recht vielen Leuten, nicht nur mit Einzelnen, sondern wirklich mit dem Massenpublikum. Wir wussten natürlich, jetzt geht's los, jetzt beginnt es. Die Leute, die wollen jetzt unser Projekt erleben und eigentlich nicht nur konsumieren und unser Schiff sehen, sondern auch selbst was machen. The university where the lessons of the free market are replacing the old teachings of Das Kapital. Enrich, buddy. At the shipyards of Gdansk. Gdansk. At the shipyards of Gdansk. Kernkrieg zu überleben. Das heißt, im Nuklearfall, das alles geht runter, da muss, was noch über ist vom Netz, muss noch funktionieren. Also das Internet und das Protokoll, was da unterliegt, alle Technik ist vom Struktur her so gebaut, dass wenn ein Teil nicht mehr funktioniert, dann geht es einfach drum hin. Unser Netz, ist ja klar, lässt sich nicht mehr abschalten mit seiner chaotischen Vernetzung. Das läuft, das breitet sich aus und das lässt sich nicht kontrollieren schon, was sehr wichtig ist. Die Grundsubstanz steht. Jetzt ist halt die Frage, ob es begriffen wird als gesellschaftliche Chance oder ob es als Gefahr gewertet wurde. Die haben schon probiert, Verschlüsselung zu verbieten. Die haben schon versucht, selber Netze zu bauen, nicht sehr, so sehr den Staat, sondern IBM, Philips, die haben schon versucht, uns Computernetze zu geben, die völlig zentral organisiert sind, wo ein Rechner Boss ist und dann noch 10 Unterrechner und 100 Rechner da unten und wo also das Netz genauso organisiert ist wie eine hierarchische Organisation. Internet ist eine andere Philosophie, ist einfach ein völlig dezentrales Netz. Da ist kein zentrale Autorität, da sind nur ein paar hundert Netze, die zusammenarbeiten weltweit und die sprechen die gleiche Sprache. Sag mal, die Interessen von Leuten, die für die ganze Welt Marketing machen oder die für die ganze Welt Politik machen, die Interessen sind so groß, dass man eigentlich nie mehr ohne Zugang zu Massenmedien heutzutage etwas dagegen machen kann. Jeder hat die Pflicht, das an realen Wirtschaftsdaten, mit dem er zu tun hat, nach oben abzugeben. Und jeder hat das Recht, die gesammelten volkswirtschaftlichen Daten einzusehen.
Das ist Wirtschaftsdemokratie. Diese Möglichkeiten gibt es durch die neuen Netzwerke. Das ist die effektivste Form überhaupt. A lot of people are too afraid of technique and technology, and they should be much more aware that it's already culture. Sozial glaube ich, dass auf dem Internet eine große Community jetzt entstanden ist, von Leuten, die verstehen, worum es geht. Dass es Tausende und Tausende von Leuten gibt, die unheimlich schnell miteinander kommunizieren können und die auch verstehen, was da auf dem Spiel steht, wenn das Internet nicht mehr funktionieren würde. Wir wollen nicht die größte Internetanbieter von in Holland werden, aber wir wollen die lustigste sein und die interessanteste. We started from a political ideology. What access for all means, giving access to all people, without an exception. People are very nervous about the power of people just networking, telling each other what's going on. We had some ideas about democracy. A digital democracy. It's like a new utopia. I cannot say now digital democracy should be like this and this and this, because a lot of people will not like that, as I don't like the ideas other people have. We first have to experiment. We first have to try one thing out, see what happens, then if it fails, try another thing, and let it evolve from the people. So it should be like an organism that grows into the network. Giving people access to vital information is one of the elements of having a democracy. We try to find out if it's possible for people to be a real digital citizen and not only a consumer of information. In der digitalen Stadt Amsterdam ist die Überbevölkerung von Anfang an ein Problem gewesen. Dieses System ist einfach zu erfolgreich gewesen und ist fast gestorben an ihrem Erfolg. You can always get what you want. But if you try sometime, you just may find. You get what you need. The idea is free access to community, where people can discuss, where people can communicate with each other, where people can find information from your local government and from your national governments. There's also this idea of emancipation. Technology has been for a long time being part of the techno mafia, if you call it. Digital cities trying to also give other people who don't know much about technology, giving their own space, their own room on this electronic highway. Die Stadt ist ja auch sehr komplex, gibt sehr viele verschiedene Leute in Bevölkerungsgruppen, Interessen. Und so muss es eigentlich auch in unsere digitale Stadt sein. Darum gibt es bei uns auch einen Sexshop oder kann man ja Drogen kaufen. Und die Stadt muss schmutzig sein. Die digitale Stadt muss auch unsaubere Elemente in sich haben. Das ist keine heile Utopie. Der Nachdruck wird in Zukunft viel mehr liegen auf Information for All als auf Access for All. Access for All gibt es jetzt. Es gibt jetzt für jeden, der das will, preiswerter Zugang zum Internet. Und darum hat es alles angefangen mit Access for All. Das war, es gibt hier ein Netz und da dürfen wir nicht drauf, weil das Netz nur für Geschäfte und für Universitäten gebaut worden ist. Und niemand hat daran gedacht, dass private Leute vielleicht auch mal Zugang hätten wollen. Also jetzt müssen wir bei Access for All auch schon anfangen nachzudenken, was ist unsere Rolle danach. Und die Rolle wird wahrscheinlich liegen darin, dass wir auch versuchen, Information online zu bringen, die es normal nicht online geben würde.
Trinke ich nur einen. Gehe ich heute arbeiten, gehe ich heute nicht arbeiten, komme ich zur Arbeit, gehe ich zur Arbeit, nein, ich gehe nicht zur Arbeit. Es ist schon eine Erleichterung, wenn er es immer sagen kann, wenn ich immer fragen muss. Behinderte können heute die normal übliche Standard-Hardware weitgehend benutzen, brauchen aber, um den Zugang bekommen zu können, ein auf sie abgestimmtes Interface. Das war ein Computer und ein Fax. Ja, aber ich habe das halt selber zusammengespart. Oder zahl noch ab. Ich denke, dass jemand, der selbstbestimmt und aktiv an seiner eigenen Lebensgestaltung mitwirkt, dass er mehr tut, als nur einfach den Teil, den er einbringt. Weil er ist auch durch sein selbstbestimmtes Tun insgesamt gesehen mit mehr Selbstbewusstsein ausgestattet. Und auch für alle Beteiligten ein interessanterer und kommunikativerer Partner. Einmal. Ich schreibe ein Handbuch für das Programm, damit die Behinderten noch wissen, wie sie mit dem Programm umgehen können. Ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass es ein Behinderter macht, weil ein Behinderter kann nur denken, wie ein anderer Behinderter es aufnimmt. Wir kommen jetzt zum Verein, der gegründet wurde mit der Idee, dass für Leute, die nicht sprechen können, Kommunikation zu schaffen mit Sprechenden. Und Kommelit hat sich also mit der Uni zusammengearbeitet und die haben dann sozusagen Programme entwickelt, um mit Leuten auch über den Computer kommunizieren können. Und ich hatte so dass ich sensibler geworden bin, also offener geworden, dass ich meine Antennen noch mehr ausfahre, damit ich noch mehr empfange, verstehst du? Mit behindertenspezifischen Themen. Wir verteilen diese Informationen weiter an andere Einrichtungen. Social Engineering is an art. It's the art of getting information through social means. And social means means using your mouth mostly. Number one, it's a lot of fun. I like doing it. Plus, it's a very convenient way to extract information out of people, which they normally won't give you. All you need for social engineering is a phone, yourself, and a bit of courage and improvisation talent. I sometimes call it the poor man's intelligence agency. As soon as you've established a line of trust between you and the people on the other side of the line, then you can ask them almost anything as long as you take it easy.
A lot of people, when you ask for information, you want to know, yes, but why? Why do you want that information? Even if you're from the telephone company, or even if you're from a police station, or even if you're from the army, why do you want that information? And the only word they want to hear is, well, because. You've said nothing. You've just said, well, we need this information because we need this information. But people don't listen to that. They hear the word that they want, because. Ah, okay, I've got a reason. Okay, thank you. You've been of a great help, and we will contact you again if necessary. Thank you. I was hacking a computer of a big company, and we already had the password file, but we couldn't get into the computer because everything was locked. So we called the night guard, and we had the password file with the names of the users in it, and one of them was, let's say, Mr. De Vries. So we called him up, and he said, well, we're trying to access Mr. De Vries, his account, and we can't get in, and it's very important. And the guy was a bit off balance, so he said, De Vries, you mean Mr. De Vries of the financial administration? And we said, yeah, sure, who else? We already looked the name up, and we knew what kind of guy he was. So we said, okay, I'll try to do my best for you. So finally we talked him into unlocking all the accounts. He unlocked the program. So we were able to use the computer again, thanks to the night guard himself. The weak link is, in most cases, no longer the computer, but the one who puts the information in the computer. And the weak link is the human, is the human being. So if you want to get information nowadays, it's if you're a hacker or a phone freak, it's getting more and more interesting to get the information right from the source, which is the human, and not the computer. Why would you go through all the trouble, months and months of hacking, to get a single piece of information when you can just as easily get it out of the mouth of somebody who's just typed it in? Für mich ist Social Engineering, dass man die Technik der menschlichen Kommunikation beherrscht und damit Spielchen spielt. Also so an irgendwelchen Programmen tickt oder herumhackt, die in unseren Köpfen ablaufen. Viele Taxifahrer assoziieren mit Chaos Computer Club. Ihr wart doch diejenigen, die damals die Haspa geknackt haben. Und das ist irgendwie ein sehr medienwirksames und irgendwie, das war ein Hack. Es war zum einen elegant und es hat irgendwie mit relativ wenig Aufwand eine große Wirkung erzielt. Und es hat eben ein Ziel getroffen, was klassenkämpferisch so als der Klassenfeind bezeichnet werden könnte, halt irgendwie die Herren mit Krawatte. Das hat so ein bisschen von diesem Robin Hood-Mythos wahrscheinlich auch ausgemacht. Das heißt dann immer, der Chaos Computer Club ist ja überhaupt nicht schlimm. Die machen dieses ganze Hacking, diese ganzen Einbruchsachen ja nur, um den Verbraucher zu schützen, um die Leute zu warnen. Das ist das, was in der Öffentlichkeit als Rechtfertigung dann immer dargestellt wird, um noch als sauber und rein zu gelten, trotz dieser ganzen eigentlich eher subversiven Sachen. I'm a professional. Die Telefonnummer vom Chaos Computer Club steht seit langer Zeit in den Telefonbüchern von vielen Journalisten. Und immer wenn irgendwo ein Bit umfällt, dann rufen sie beim Chaos Computer Club an. Einbruch in sowieso. Der Chaos Computer Club sagt, wir waren es nicht, aber wir wissen, wie so etwas geht. Und das Lustige dabei ist, derjenige, der in der nächsten Nähe zum Telefon sitzt, ist dann Sprecher des Chaos Computer Club, egal ob ihm irgendwas einfällt oder nicht. Und das ist eigentlich in Ordnung so, weil der Chaos Computer Club war nie gedacht als professionelle, weder als eine informationserzeugende Einheit noch als Presseagentur oder so. Subversiv ist ja nicht illegal im strengsten Sinne. Subversiv ist einfach anders gedacht, als der Normale denkt. Einen U-Bahn-Wagen unter Wasser zu setzen oder so,
einfach dadurch, dass man die Sprinkleranlage in Gang setzt, ist einfach etwas, was man denken kann, was man sehr wahrscheinlich nicht machen wird, aber einfach mal so durchdenken kann, so wie macht man das mit einem Regenschirm oder mit sonst irgendwas. Und sofort sind alle dabei und diskutieren über einen solchen Plan, den man fassen könnte. Und ja, es sind sicherlich einige Pläne dabei, die sich durchaus auch als praxistauglich erweisen und weniger destruktiv, als jetzt irgendwie die Fahrgäste nass zu machen. Aber einfach so nicht definiertes Benutzerverhalten. Einfach mal zu Ende denken, einen Gedanken. Wenn ich jetzt so an die Möglichkeiten von der Gesellschaft denke, dann ist von den 10 Geboten das Wichtigste das 11. Gebot, nämlich du sollst nicht verwalten. Und eine der Stärken des Chaos Computer Club war, eben von Anfang an mit einem Minimum an Verwaltung zu arbeiten und mit einem Maximum an Offenheit. Chaos ist irgendwo auch eine Strukturform. Die Ordnung hat ja auch dann eher fraktale Züge. Und das ist eben bei vielen Leuten im Club so. Zum anderen ist die Chaos-Familie irgendwo ein ziemlich elementarer Bestandteil des Chaos-Clubs. Wirklich Faszinierende am Chaos Club war zu sehen, dass der Computer als so eine Art sozialer Katalysator funktioniert und Leute von wirklich extrem unterschiedlichen Auffassungen, Weltanschauungen, aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen, aus ganz unterschiedlichem sozialen Herkommen, dazu veranlasst hat, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander zu reden, miteinander zu streiten. Kontraste, Artenvielfalt sind ja eigentlich ein sehr erfolgreiches Prinzip der Evolution. Und von daher denke ich, dass man gut voneinander lernen kann, wenn man irgendwie weit entfernte Standpunkte hat. Ich denke mal, der Anteil an Leuten, die wirklich was auf dem Kasten haben, ist überproportional groß da. Und das ist irgendwie so eine Anziehungskraft, die auf viele irgendwie einen gewissen Reiz auch ausübt und auch eben auf Leute, die selber kreativ sind und ja, was machen wollen. Was ich als sehr angenehm empfunden habe, ist so, dass man, wenn man sich erstmal ein bisschen kennt, sich gegenseitig nichts mehr beweisen braucht, was für andere Teile der Computerszene möglicherweise anders ist. Verdammt, der ist kaputt! Aber Sie haben ihn ja noch gar nicht eingeschaltet. Ich bin eine Kanone auf dem Ding, wenn es um gewisse Frauen geht. Also es sind alles Leute, die es verstehen, mit Kommunikationswerkzeugen umzugehen und teilweise eben auch selber neue Kommunikationswerkzeuge zu entwickeln. Das war eigentlich was ganz Tolles. Ne? Also so den Computer quasi, dass der immer eine eher sekundäre Rolle gespielt hat und so das soziale Ereignis Chaos Computer Club, das war eigentlich immer das Interessantere. Ne? Und das ist ja auch der Kern von dem, was für mich Chaos Computer Club ist, dass man halt immer wieder begreift, es geht um die Menschen und nicht um die Maschinen. The human species lacks a passion to protect the planet. It's an abstraction for the most part. They're more involved with trivialities than they are with the reality of our relationship with the planet Earth. I guess the best way to explain that is to look at what we do
view as sacred. If you were to walk into the city of Mecca and spit on the black stone, the people would rip you to pieces and everybody will say that you deserved it. You committed an act of blasphemy. You insulted that which is sacred to Islam. Or go into Jerusalem and attack the Wailing Wall with a pickaxe, and if you do that, an Israeli soldier will shoot you in the back, and everybody will say you deserved it because, again, you insulted that which is sacred. Or go into Rome and attack a statue in the Vatican. Again, you will be condemned. But each and every day, humans go into the most beautiful, the most wonderful, the most sacred cathedrals of the world, the rainforests of Amazonia or the redwood forests of California, and totally desecrate and destroy these cathedrals with bulldozers and chainsaws. And how do we respond to that? With petitions, or we hang banners. Well, this isn't an occupation because all this work is volunteer, and I teach a college in Los Angeles, which is what I do for a job, and lecture at universities across the country. So I've been doing this kind of work as a volunteer now for 25 years. I was with Greenpeace for 7 years as a volunteer and with Sea Shepherd since 1977. I'm criticized in the United States because they say, oh, well, Paul Watson thinks that germs are more important than people and he would rather save germs than people, which is ridiculous. What I'm saying is that if given the choice, and here you had the life of a baby human being in one hand, your decision, and over here a species of bacteria, and you had to make the decision, what lives, what dies? Does the bacteria go extinct as a species, or does the baby live? Now, most people in an anthropocentric society would say without hesitation, the life of a baby child is more important than a germ, a species. Having made that decision, if we now find that the germ is the microflora that lives in the human intestine, our decision has now exterminated the human species because we cannot live without that species, thereby illustrating the law of interdependency. And because of this, it's that kind of ignorance which is causing all of the problems. The fact is that each and every one of us is responsible. It's the collective actions of each and every one of us. Nobody is innocent here. There are 35 million citizen species on this planet with us, and we parade around like we're the only species that matters. Greenpeace hates us with a passion because of that, because we manipulate them and guide them in places they don't really want to go. For instance, we were the first organization to take a ship into the seal hunt to protect seals. Greenpeace did it 2 years later because we got so much publicity on it. We were the first organization to go to Siberia to get evidence on illegal whaling activities in 81. Greenpeace did it in 83 because we got all that. So we sort of like test the waters to see if they're going to get it. And because they have the big media public relations machine, they can get the PR, and that's fine, but the issue gets addressed. But we actually have been able to force them into these issues. Most of the people in Sea Shepherd are Greenpeace. The people who are in Greenpeace today were not there then. We still have the same vision that we did 25 years ago. And people today who are in Greenpeace have no idea the history of their own organization. They were not there. It's all been revised and changed through the years. And we were a very aggressive organization in the beginning, and I have not changed one bit. Sometimes when people can't see the light, you scare the hell out of them until they do. And so this is the approach that we take. I'm probably the world's most experienced rammer of ships. I think I've rammed more ships than anybody else alive. And, you know, we're always, governments attack us for being amateurs, but the fact is that the Sea Shepherd Conservation Society has sunk more tonnage, boarded more vessels, rammed more vessels, and have had more incidents at sea than the Canadian Navy has. We look at individual situations and how we can come up with a strategy and tactics to actually make a difference. And if we find that there's something that we can do, and we can ensure that we can do it without killing anybody or injuring anybody, then we go ahead with the campaign. I'm ready to die for it. It's just, I believe something, you only live once and you should do what you believe is right. It is much more noble to risk your life to protect a creature that has taken 100 million years to evolve, and you're doing it for future generations, not just of humanity, but of all species. That's much more noble than protecting some sheik's oil well in Kuwait. Personally,
I feel that people should seek to simplify their living and to bring their standard of living down instead of bringing the rest of the world or the third world standard of living up to the developed world. The developed world should be going down to a lower level of income. Everybody on the crew is a volunteer, and we operate under what we call the Tom Sawyer approach to crewing. You know, when Tom Sawyer got all his friends to paint the fence by paying him to paint the fence, and so our crew members pay their own way to take the risks and work hard, and there's not much rest on this vessel. So not only are they volunteers, but it actually, they have to pay for their own airfare to join the ship, to leave the ship, and they have to contribute towards money for their own food and board. And so in that way, we have a very, very dedicated crew. It's very hard to get people that you can depend on for a long period of time. And that's the main problem with having a volunteer organization. You know, people can't afford to stay for long periods of time. So by the time you get someone trained and you get the confidence on that person to do the things that you need them to do, they're gone. So that's one thing that Sea Shepherd looks for in people is dedication and consistency to stick to it. I'd rather stay poor, small, and effective than become top-heavy with administration and highly paid people who are not really contributing much. We tend to be what people want to call us. So if people want to call us pirates, well, that's fine. We'll look the part, we'll dress the part, we'll pretend to be pirates. After all, it's not a bad thing. Throughout history, good pirates have always been against bad pirates. It wasn't the Royal Navy that stopped piracy in the Caribbean. It was Henry Morgan, a pirate, that shut down piracy. It was Robin Hood, an outlaw, that opposed corruption. So there has been a history of good pirates, and I think that we follow in the footsteps of those good pirates. And we're going up against pirate operations, pirate whalers, pirate drift netters, and in this case, as is always, it takes a pirate to stop a pirate. You don't have to look very far to find things to do. Unfortunately, there's literally tens of thousands of ships that are engaged in the business of destroying the ocean, and only a small handful of ships that are engaged in the business of protecting the ocean. So it's there's a lot to do and very little resources to do it with. Interessant, wie wir mit dem Schiff in St. Petersburg waren, dass dort die Leute dann meinten, ihr hättet ja gar nicht kommen brauchen. Es ist so viel schon passiert, ohne dass ihr gekommen seid, nur dass es euch gibt und dass ihr uns diesen Diskurs geliefert habt und dass viel sich dadurch bei uns bewegt hat. Ich glaube, das ist auch irgendwie dann eher bei uns im Auffassen so gewesen im Nachhinein, dass es dann eigentlich egal wäre, ob jetzt das Projekt noch wirklich irgendwie 2 Jahre lang gefahren wäre oder ob das jetzt nur irgendwie in diesem kurzen Moment gelebt hat. Wir sind finanziell bankrott gegangen, wir sind sozusagen bestimmten Kriterien einer äußeren Welt gescheitert, aber im wirklichen Sinne gescheitert sind wir nicht. Wir haben Teile des Konzepts, der Idee, der ursprünglichen Idee realisiert, wir haben Fehler gemacht, wir haben intensive Zeiten durchlebt. Und insofern sehe ich das absolut nicht als gescheitert an. Die Kunst schafft es nicht, so einen Riesenteil von A nach B zu transportieren. Aber als Arinoa-Idee und als Ideenträger war es wunderbar. Da ging es gar nicht so sehr um die Erfolgsmeldung, als um die Idee.
Das Projekt war für alle Beteiligten der absolute Beziehungskiller. Das Projekt war auch psychologisch für den Einzelnen die absolute Mühle. Und deswegen beneide ich auch keinen Top-Manager, keinen Politiker, keinen Bill Gates und so weiter. Ich glaube, ich verstehe sie nicht wirklich, weil den Leuten macht es scheinbar Spaß, was sie tun. Aber ich glaube, ich verstehe sie ein bisschen. Und das, was die tun, das ist einfach unheimlich hart. Das ist wie Krieg. Und ich möchte nicht im Krieg sein. Ich bin im Frieden. Die Stubnitz war wahrscheinlich der letzte romantische Versuch, die Medien noch auf die positive Seite zu bringen. Das sind sicher Projekte, die nicht vergessen werden. Und die müssen noch ein bisschen altern. Weil dann erzählen sie die Zeit. Working on organizing HIP since November last year, full time. And in the last months, we have a core of about 30 people working more than 40 hours a week to do this. HIP is a place where we want people to come together from all over the world to network themselves, but not only in a technical sense, but also in a social sense. And we want to show them that the technical and the political thing are the two sides of the same coin. Two years ago I was arrested by a special task force from the police called the IRT, and they're very into high organized crime, and they made really a big case of my arrest. When I came into prison, because I spent 30 days in prison in Maastricht, everybody treated me like the biggest whiz kid ever around. And the funny thing is that I know very little of computers. I only have a little bit of knowledge on DOS and on Windows. And I am not a computer freak. I know nothing about that kind of stuff. Where is public enemy? Well, something more about hacking. This is my key ring, and I admit that there's a lot of keys. But I tell you, I use all of these keys. For example, this key I use to extra lock my car. When I saw this PTT thing here with all the phones on it, and I saw the lock they used, it's only this little lock,
I was like, this lock is too simple, this is asking for it. And I thought, well, maybe if I put this key in, and this is how easy it opens. So what we did from the organization, we put an extra padlock on here to protect the property of the PTT, because otherwise they get ripped off here, and it's not very good. It's not very good for our name. The nice thing about this is that we have a very relaxed festival atmosphere, and at the same time we're discussing very serious political issues. 1 minute of silence for our beloved friend Bill Gates, who has deceased. So please, 1 minute of silence. I'd like to speak with Bill Gates, please. He's not available. Can I help you with something? Can I get his voicemail? No, you just have me. I'm thinking about staying here and just living here with all these people. The police came to us, they wanted to talk to us about their presence at HIP, and when we had a meeting with them, and they told me that they had done extensive research on the problem, and their conclusion was they had free entrance. So I told them, okay, you can have free entrance, but you have to wear a badge, like everybody else here. This is a great party. I mean, and all the people I know here, for them it's a party they've been waiting months for, preparing for, and they're having the time of their life now. Basically, you had about 200 tents or so, and about 5 kilometers of computer cable to wire all the tents together. I believe that at the moment there are 1,500 people on the campsite. You always have the feeling there's more to it. In each thing there can be happening something you would like to see. But you have to be here also, and there's too much to see, and I would like to this thing like this to happen more. I think it's fantastic. At the same time that HIP is being held, there is a hacker congress in New York. It's called Hope, or actually it's called Beyond Hope. And
They are having a congress now, right now, as we are having our congress. And there is a video link between the two congresses. So it's a sort of twin event. And that also, we want to demonstrate like that, that hackers can be united all over the world. Das Problem ist folgendes, die Kreditkarte ist das letzte Beispiel. Wenn man für die Kreditkarte geordnet hat, würde auch Geld waren, das Geld nicht holen. Und die Bank sagt, nein, Sie müssen die Karte haben, Sie haben die Kreditkarte. Und deswegen haben wir auch solche Systeme, die persönlich keinen Nutzen davon haben. Wenn man macht, dann muss ich die Presse geben und sagen, nein, das ist die Unsicher. Wir nehmen die Kunden. I don't like to compare about Holland with Germany or with America. I don't really like to compare hackers of countries. But in general, I think the atmosphere here is a little bit more relaxed and we have a less tensioned relation with both the press and with law enforcement. Ich finde eigentlich Knoten in einem Netzwerk das Interessanteste. Die haben Verbindungen zu vielen anderen Punkten und wenn man einen Knoten anschaut, ist es überhaupt nicht zu erkennen, wohin dieser Knoten Verbindung hat. Und das ist eine sehr interessante Eigenschaft von Kommunikation. Ich spreche jetzt auch in eine Kamera hinein, in ein Mikrofon hinein. Und wo das landet und was daraus passiert, keine Ahnung. Aber bestimmte Ideen und bestimmte Gedanken kommen irgendwo an und lösen etwas aus. Im Prinzip, denke ich mal, ist der menschliche Touch all diesen Projekten sehr zu eigen. All change in this world has always come from individuals and from the passion that individuals can inspire. Alles ist besser als Radio und Fernsehen. Alles ist besser als was wir jetzt haben. Was ist überhaupt Bewusstsein in dieser ganzen Internetgeschichte und was ist geschehen? So how people make things and what they make things about becomes an issue. Ich denke, es ist nicht eine Frage, machen wir diese Technik oder machen wir diese Technik nicht. Ich denke, die Frage ist, machen wir die Technik selbst oder lassen wir das Philips, IBM, Siemens oder was denn auch, lassen wir das die Großgeschäfte machen. Die Leute, die glauben an eine digitale Öffentlichkeit, die werden auch sehr bald ihre Netze einstellen müssen. Da hilft nur das Grundprinzip, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit, nachschauen. Daumen drauf, gucken, sich mit anderen verständigen. Es gibt eine Unzahl von Möglichkeiten, Informationen zu verbreiten und zu verketten. Und es geht da um einen produktiven Zusammenhang von Geräten, von Kenntnissen und von Leuten, die sich in bestimmte Inhalte finden. Die Welt wird immer komplexer, dazu ist sie aber da. Ich könnte mir sonst nichts vorstellen, wozu die Welt da ist. Ne? Die Maschinen verstärken halt bestimmte soziale und wirtschaftliche Strukturen und Strategien und Möglichkeiten. Ne? Don't let big companies or the government intimidate you, because even if you're just a kid, if you've got a phone, you can use it. Du erfährst alles, außer es geht dich wirklich etwas
an. Don't be afraid to use the phone. Man begreift immer wieder, wie primitiv eigentlich die ganze Technologie ist, die Computertechnologie und die sogenannte Kommunikationstechnologie, wenn man auf sich selber reflektiert. Das heißt, wenn man die Maschine dazu benutzt, über sich selber nachzudenken. Ich nenne es das kabellose Zwischennetz, weil ich der Meinung bin, dass es so eine Art Ideen- oder Gedankenkosmos gibt, in dem Leute auch verbunden sind. Die Netze sind nicht dafür da, um benutzt zu werden, sondern wirklich um ja, dem Paradies auf Erden etwas näher zu kommen, über den Aspekt, dass ich Menschen miteinander kommunizieren lassen kann, ohne dass sie erstmal ihre Unterschiede gleich mit dem Maschinengewehr klar machen muss. We've got to come to a stage in our development as a species that we stop taking orders from people to say kill or destroy upon command and start thinking with the minds that have been, you know, given to us. Dass man eher so durch positive Visionen wirken kann, indem man irgendwo selber Projekte in Gang setzt, die auf freieren Ressourcen aufbauen, die irgendwo dezentraler sind und nicht auf irgendwelchen festen Strukturen gründen.